herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Hersbruck im Nürnberger Land. Tja, anlässlich der Untergrumbacher Werkstatttage, die eigentlich heute hätte stattfinden sollen. Hier sollte jetzt eigentlich Dennis Scheck sitzen und es tut uns wahnsinnig leid, dass wir die Lesung aus seinem Buch Kanon aus viralen Gründen leider nicht stattfinden lassen können. Aber wir sind gleichzeitig auch sehr glücklich, dass wir als Mischbetrieb des Handwerks für Sie und sogar bei Ihnen arbeiten dürfen und dass Sie auch bei uns einkaufen können und mit uns planen. Für Ihre bisherige Unterstützung und hoffentlich auch die weitere wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Und hier kommt er, Ihr Streiter für das gute, schöne, wahre Dennis Scheck. Na gut, manche kennen ihn vielleicht auch vom Fernsehen aus der genialen Sendung Druckfrisch. Aber bei vielen gemeinsamen Treffen und nach unserem ersten Untergrumbacher Auftritt haben wir nicht nur die gemeinsame Liebe zur Literatur, sondern auch zum Kochen und für Küchen entdeckt. Und was wir Sie heute bitten möchten, ist eine kurze Mail, dass Sie an dem neuen Termin interessiert sind, denn er könnte sehr kurzfristig und spontan entstehen. Und dann müssen Sie blitzschnell Ihre Karten reservieren, was eben am besten per Mail funktioniert. Bis dahin schlagen wir vor, dass Sie stattdessen die Videos von 2013 nochmal in aller Ruhe genießen, von ganz kurz bis zur kompletten Lesung, die übrigens schon 3600 Mal angeklickt wurde, gibt es ganz verschiedene Schnitte und auf der YouTube-Playlist können Sie sich alles raussuchen. Wenn Ihnen dabei auffallen sollte, dass Sie lieber etwas gemütlicher sitzen würden, können wir sehr gerne mit neuen Sesseln und Sofas von Jori, aber natürlich auch mit neuen Holzmöbeln fürs Wohnzimmer weiterhelfen. Über das Neue in unserer Ausstellung haben wir gerade ein Video und eine Sonderseite gemacht. Aber auch um Ihren gesunden Schlaf oder um einen neuen Arbeitsplatz im Homeoffice kümmern wir uns sehr gerne. Bitte rufen Sie uns einfach an. Mit einem Termin haben wir die Ausstellung dann ganz für uns alleine. Also irgendwie hat es ja mit der Kassenbonpflicht angefangen und jetzt ist irgendwie alles ganz anders. Aber gemeinsam machen wir das Beste draus und unterstützen die am meisten gebeutelten Branchen wie die Gastronomie und die Künstler, wo wir können. Bleiben Sie gesund und bis bald.